ich bin Stefanie Brockhaus. Ich bin aus München, habe den Film On the Other Side of Life gemacht und studiere an der HFF. Hallo, ich bin der Andi Wolf. Ich bin 31 Jahre, komme aus München und studiere im dritten Jahr an der HFF. Pains, cold, rain, lonely nights, weeks in the mountains. That changes mental. Also in unserem Film On the Other Side of Life geht's um Lucky und Bongani, zwei Brüder, die sich durchs Leben schlagen zwischen dem modernen Township-Leben, Kriminalität und alten afrikanischen Traditionen. Als wir das erste Mal die Jungs getroffen haben, das war im Gericht, die waren gerade verhaftet worden und saßen unten in den Zellen, wo die ganzen Leute hinkommen, die verhaftet wurden und dann vor dem Richter erscheinen müssen und dann hören, wo sie landen werden. Es gab so Stimmungen, die waren sehr unheimlich. Und ich hätte da nicht gerne allein sein wollen. Aber wir waren tagsüber da und es war überhaupt keine Gefahr da. Im Gefängnis ist es nicht wirklich gefährlich, außer du bist in der Zelle eingesperrt. Dann ist es natürlich was anderes. Was wir von den beiden Brüdern gelernt haben, ist, dass man die Reden nie über andere Menschen, also bewerten nie, auch wenn sie Leute offensichtlich nicht gerne mögen oder denken, dass die irgendwie bescheuert sind, dann sagen sie das nie so. My case is mad. Yeah, they pictured me of mad. Killing. As if maybe it's easy to do that. Bei dem Film, glaube ich, gibt es viele Momente, wo man sagen könnte, das ist aber ganz schön unmenschlich oder hart, und aber gleichzeitig eben sieht man dann hoffentlich in manchen Szenen auch, dass sie sehr warm sind, und das ist, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde, dass man sich überlegt, okay, vielleicht gibt es beides in einem Menschen, gut und schlecht oder hart und weich. I can help you up when you're down. I can give you eyes when you can see. Because he feels what I feel. He knows my weak points, my weakness, and he always makes sure he covers it before I fall down. He lifts me up, my brother, yeah. Mein Name ist Marc Hennecke, ich bin Filmemacher aus München, Dokumentarfilm-Cutter und Dokumentarfilm-Regisseur, und ich freue mich sehr, dass mein Film Zwischenwelten auf dem Filmfest hier in München läuft. Ja, Schatz, du brauchst jetzt ganz viel Kraft, gell? Schau, und die Kraft gebe ich dir, gell? Noch viele andere. Für Zwischenwelten haben wir über fast ein Jahr lang zwei Patienten begleitet, die wegen einer Operation und wegen einem Schlaganfall in ein Koma versetzt worden sind. Und wir haben ihren spannenden und auch sehr oft sehr rührenden Weg zurück ins Leben begleitet. Das war natürlich für mich oder für uns alle das Schwierigste an dem Film. Erstmal die Frage,
darf man Menschen in so einer Situation überhaupt fragen, ob man, also in dem Fall mussten wir die Angehörigen fragen, ob wir filmen dürfen. Da haben wir sehr eng mit der Klinik zusammengearbeitet und so weiter, aber trotzdem war das eine große Frage, ob man Leute in so einer Situation überhaupt mit sowas belasten darf. Wir wussten ja nicht, wie die Einstellung der Leute, die im Koma liegen, eigentlich zu der Sache ist. Und das passiert, wenn die aufwachen. Sehen sie uns? Nehmen sie uns wahr? Wie nehmen sie uns wahr? Sind wir vielleicht ein Problem auch? Also auch in diesem, das ist ja eine ganz kritische Situation, da geht es um Leben und Tod, wo man nicht eine Zusatzbelastung sein darf. Aber da haben uns dann die Ärzte und das Klinikpersonal auch sehr viel Mut gemacht. Die haben gesagt, das ist eigentlich eher gut für die Patienten. Kannst du von der Seite fragen? Lauter reden! Wie geht's Ihnen? Gut. Haben Sie Schmerzen? Weiß. Wo? Wo sind die Schmerzen? Wie hat er mich verändert? Also ich habe einfach wieder was gelernt über die Kraft des Lebens und wie man auch aus Situationen, von denen man glaubt, dass die unerträglich sind, dass man aus denen nichts machen kann und dass da nichts Positives draus werden kann, dass aus solchen Situationen trotzdem positive Dinge entstehen können. Ich habe viel darüber gelernt, wie wichtig einfach unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Die sind einfach wichtiger als alles andere. Also, was tragisch ist, ja. Die sind nicht mehr sensibler als andere. Die sind nur unfähig für ihr Empfinden, eine poetische Form zu finden. Die starren die Welt an und leiden. Tragisch. Ganz tragisch.